Ein herzerfrischendes Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo, das Kizigo-Reservat. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Letztes Mal haben wir ein Speedbuild gemacht, heute dann ein Realtime-Part, auch weil wieder ein, zwei Leute geschrieben haben. Ich freue mich wieder, wenn es ein Realtime-Part gibt. Und da ich ja sehr viel oder schon ein bisschen Abwechslung haben möchte in der Art und Weise, wie ich das aufnehme. Heute Realtime-Part, kein Speedbuild. Schauen wir mal, wie viel. Wie nennt sich das? Wie viel Progress wir machen, ne? Irgendwie sowas. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid. Ich muss mal gucken, denn jetzt müssen wir natürlich auch gucken, dass wir hier die Safari-Tour das erste Mal richtig einstellen, dass wir hier irgendwas hinbauen. Irgendein gutes Gehege muss ja hier hin. Da, das ist die Frage. Wie machen wir das? Die Frage wäre auch, warte mal, können wir nicht auch die Tour hier hinten hin platzieren? Durchbricht Gelände. Ah, Mensch. Das ist doch schon mal nett, wenn das Gelände durchbricht. Und was war das hier? Achso, das war mit... Wo kein Tier drüber gehen kann. Einmal kurz schauen hier. Ja, dann wäre der Witz halt, dass das hier so lang geht. Und hier würde ich halt auch höher gehen. Ich weiß, es passt nicht so hundertprozentig zu so einer Safari-Tour, aber... Es ist tatsächlich das Beste. Mal schauen, dass wir hier auf den Boden kommen sozusagen. Dass da auch die Sachen drüber laufen können. Okay. Auch hier nochmal hoch. Weil da sollen ja auch die Boote drüber fahren, ne? Oder drunter fahren. Deswegen ist halt wichtig, dass das so wird. So. Das öffnen wir mal einfach. Dann müsste da einer fahren. Warte, wir können genauso gut... Warte. Nochmal zumachen. Da müssen etliche Wagen sein. Da müssen auch noch... Guck mal hier, das backt da so rein. Müssen eigentlich auch noch mehr sein als das. Ein mehr. So, los geht's. So, dann können die Leute auf jeden Fall durch die Krokodile fahren. Was komischerweise wie heißt das? Nicht so positiv aufgenommen wurde bei euch, dass das durch die Krokodile fährt. Keine Ahnung warum. Fandet ihr nicht so geil? Achso, warte mal. Drei Viertel besetzt ist auch gut. Fährt der erste schon los, oder? Weil bis jetzt gibt es ja halt auch nur die Krokodile zu sehen, ne? Bei der Tour. Hoffentlich legt sich da kein Krokodil hin jetzt. Bin ich mal gespannt. So, los geht's. Da fährt die Zootour los. Tut tut. Ach, guck mal, da fahren auch noch die. Ich meine, warum nicht, ne? Da bist du durch die Krokodile gefahren, ne? Ganz einfach. Und dann kommt auch nicht mehr so viel. Aber es passt, dass es hier so rüberfährt. Das ist schon mal nicht schlecht. So, wir reißen das ja hier ab. Weil hier muss jetzt das erste große Gehege hin. Und ich bin gespannt, Freunde. Ich bin gespannt, wie wir das hinkriegen. Okay.
alles abreißen. Du erstmal weg. Der hier auch erstmal weg. So, dann hier brauchen wir auf jeden Fall einen Eingang. So. Und wenn wir den haben. So ging das auf jeden Fall. Was soll das denn? Halt. Erstmal so machen. Hört sich gerade immer heftig. So vielleicht. Ja. Gut ist was anderes, ne? So ist vielleicht besser. Dann fährt er da so ein bisschen hoch. Ja. Kann man machen. Wir müssen. Ich darf das Ding gar nicht öffnen, solange da noch nicht die Gehege fertig sind. So, wir gehen hier bis ans Wasser ran. Gehen natürlich auch ein paar Mal durchs Wasser durch hier. Wie sich das gehört. Hier werden halt Tiere reinkommen, die nicht so viele Probleme mit Wasser haben. Habe ich mir auf jeden Fall so vorgestellt. Mal kurz gucken. Ja, das passt. So. Schienen bearbeiten. Oh. Okay, das ist nervig. Sehe ich ein. Ich mach das doch nochmal alles weg. Denn hier. Es nützt ja nichts, dass wir hier die Safari haben und die fährt hier gar nicht richtig durch. Ich muss natürlich irgendwie durchfahren hier. Das ist ja wohl klar. Und wenn nicht so, wie dann? Stellen wir das hier hin. So. Und hier kann man nochmal mit einer natürlichen Barriere bauen oder so. Das ist ja alles noch nicht hundertprozentig fertig. Würde ich dann so machen, genau. Sieht ein bisschen besser aus. Dann haben wir hier diese Safari-Tour. Kommt natürlich noch ein Mitarbeiter-Tür rein. So. Tunneln. Und jetzt geht hier der Tunnel durch. Wie sich das gehört, dann können wir das immer noch richtig einbauen. Alles nochmal weg, warte mal. Wenn der hier rauskommt, müssen noch ein paar Mal Tunnel machen. Das passt. Weil hier hinten werden halt noch ein paar Gehege kommen. Okay, das ist alles krumm und schief. Wir müssen das einmal nochmal wegmachen hier. So vielleicht. Dann gehen die hier durch den Tunnel. Oh, das sieht aber auch aus. Ich meine,
Ich kann das nachher mit Steinen ein bisschen verkleiden, ne? Weil sonst sieht das halt echt ein bisschen bescheuert aus hier. Können wir so machen? Ich verkleide es mit Steinen, glaube ich. Alles andere sieht irgendwie komisch aus. Schaut komisch aus. So. Der Witz wäre halt, wenn wir hier auch so einen Metallzaun hinmachen. Weil es immer gut ist, dann kannst du die halt von mehreren Ecken sehen. Und hier kommen... Ja, was kommt hier rein? Wie groß ist denn das Gehege? 9.992. Kannst du direkt Elefanten reinmachen eigentlich. Wir gehen auch mit den Elefanten. Ne? Was soll it? Okay. 5 Elefanten. Die ziehen hier direkt ein. Los geht's, Freunde. Oh ne, warte mal, das ist ja falsch. Die sollen erstmal in die Quarantäne. Ich muss hier vorne auch noch was ändern. Da habt ihr ja auch in der ersten Folge direkt gesagt, dass ich hier bei den Cutters nochmal was ändern soll. Das stimmt. Da muss ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen was ändern. Eventuell, dass wir hier noch so einen Dschungelberg draus machen oder sowas. Ich habe eure Kritik gehört. Und, oh, da ist einer, das verletzt. Panda. Hoffen, dass da gleich mal der Tierarzt kommt und sich drum kümmert. Der müsste sich auch gleich, und dann müsste hier stehen verletzt. Und der ist auch okay. Wir warten, bis die anderen auch noch fertig sind. Oder bis der hier fertig ist. Der zweite Elefant. Und dann ziehen alle in das große Elefantenreservat hier hinten. Ich wusste nicht, dass das so riesig ist. Leute stehen Schlange, ja. Und dann rennen sie los, die Leute. Wir rennen dann durch den Tunnel und kommen hier hinten raus und dann ziehen hier die Elefanten schon ein. Sehr gut. Oh, wie riesig das Männchen ist. Und schon haben wir Elefanten. Ja, das passt auch von der Größe hier, passt das und so weiter und so fort. Das ist alles sehr, sehr nice. Da haben wir Fantis jetzt hier drin. Das heißt, du kommst von den Krokodilen zu den Elefanten rein. Das finde ich eine gute Sache. Brauchen die eigentlich Wasser? Ja, haben die auch genug. Die haben hier genug Wasser, wo die schwimmen können. Wenn die das möchten. Wenn die das möchten. Okay, lass uns mal gucken, dass wir das ein bisschen besser einrichten noch für die. Aber ansonsten sieht das eigentlich ganz okay aus hier. Hätte auch nicht erwartet, dass das so gut aussieht für die. Für die Fantis. So, und das Wasser, das passt ja auch alles. Okay, das ist erstmal so einen kleinen Stall für die bauen hier auf der Ecke. Das ist ja das, was die brauchen. Wir gehen wieder mit dem afrikanischen Design. Ja, wobei. Ja, doch. Gehen wir hier mit den Rundhölzern. Brauchen halt einiges an Platz, ne? Die Fantis. So passt das auf jeden Fall. So, dann ist hier auf jeden Fall genug Platz. Machen wir nochmal so. Passt auch.
Aber das ist doch okay. Die können dann da ja reingehen. So. Als Grundgerüst ist das schon mal nicht schlecht. Gehen wir natürlich auch nochmal mit dem hier. Oh, warte. Kann ich nicht hier... So irgendwie. Warum ist das nicht übereinander? Habe ich hier den Fehler? Ja, tatsächlich. Da habe ich einen Fehler gemacht. Ja, gleich mal gucken. So. Ziehen wir den zweiten nochmal. Ja, warte. Können wir das... Ach, das war X. Ich mache die ganze Zeit C. Ich denke so, hä? Ja, ja, manchmal ist man ein bisschen bescheuert. So. Zieht ihr beide hier rum. Und dann kommen die auch auf die andere Seite. Das war halt irgendwie so ein bisschen so aussehen, aber wir haben hier krasses Seafighting. Okay, das ist gar nicht so blöd. Und wir mal auch auf die andere Seite ziehen. Zack. Okay, ich will nochmal alle die obersten aus. Und mach mal, dass das hier nicht... Dass da kein Seafighting mehr ist. Ich versuch's zumindest. Sieht komisch aus. Aber wir lassen es so. Sieht doof aus, aber egal. Genau. Und dann kommt hier erstmal der Schlafplatz rein. Wo war extra groß hier? Genug Platz für die Elefantis, dass die hier schlafen können. Dann nochmal eine Wasserleitung. Ja, ich habe mir immer noch nicht die geholt aus dem Workshop. Mein Fehler. So. Und dann soll da eigentlich auch nur noch ein Dach drauf. Das soll jetzt nicht so übertrieben sein, das Ganze. Was haben wir denn hier so? So ein Dach vielleicht? Steht auf jeden Fall Ecke. Ecke finde ich gut. Und dann, ja, weiß ich nicht. Machen wir flach in die Mitte. Irgendwie auch nicht. Machen wir mal so. Und dann machen wir den hier hin.
So, dass das hier als Lüftung dient, sozusagen. So. Dann haben wir so gesehen das Elefantenhaus einigermaßen fertig. Hier an der Seite weiß ich nicht, ob mir das so gefällt. Da könnte man auf jeden Fall nochmal irgendwas machen. Aber das denke ich mir nochmal aus. Was da sein kann. Weil die sollen ja auch ihre Ruhe haben können. Das zählt auf jeden Fall als stabiler Rückzugsort, ne? Ja, sehr gut. Die sind dann auch schon fast glücklich, die Fundies. Machen wir mal so hier, dass die da auf jeden Fall... Und hier kommt ein Wasserdruck hin. Können die Mitarbeiter auf jeden Fall da ein Wasser hinmachen. Afrikanischer Elefant. Das Ding dahin. So ein Schlammbad geht halt auch immer. Was brauchen die denn noch? Brauchen die noch hier so ein Futterding? Geht halt auch, ne? Was noch mehr? Futter und solche Beschäftigung. Erstmal ein Reifen und dann noch Futterbeschäftigung. Noch mehr Futterbeschäftigung. So, wird schon passen. Die stehen da halt auf dem Weg. Das müsste eigentlich müsste ich hier drüben, wo der Eingang immer ist, da müsste man mehr diese Schienen machen. So, dass die da nicht drüber laufen, die Elefanten. Aber vielleicht auch nur da, wo es hoch und runter geht. Vielleicht auch gar nicht so blöd. Dass du da nicht runterfällst. Oh, finde ich gar nicht so doof. Die Fantis freuen sich. Haben halt auch keinen Mitarbeiter für die. Keine Vivarien und... Der kriegt einen neuen Arbeitsbereich. Mit den beiden Sachen. Elefant. Ich glaube aber, wir brauchen mehr als nur einen. Aber das ist auch süß. Guck doch mal. Haben wir hier unsere Elefanten. Das Gehege muss natürlich noch ein bisschen besser eingerichtet werden, aber die haben mittlerweile da das Haus. Dann machen wir noch mal ein bisschen Grasland. Dann müsste man das hier noch mal richtig einrichten mit Felsen und so. Und auch hier die Barriere. Ich finde, das mit der Barriere ist natürlich richtig, dass man da noch ein bisschen was machen kann. Da habt ihr wahrscheinlich recht. Mit dem Zaun muss ich mal sehen, weil der muss im Wasser bleiben, weil sonst hauen die ab. Leider. Müssen wir mal schauen, was man da machen kann. Ist jetzt erstmal nur der erste Part quasi vom Elefantengehege. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei sein solltet. Das sind ja Tiere, die man eher immer ein bisschen später im Zoo einbaut. Und wir bauen die jetzt relativ früh. Mal schauen, wie es klappt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen nach oben da lassen. Und bis dahin, haut es mal rein. Tschüss, Leute.